Hey Leute, ich bin es, euer MC Muffix, und ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Part Let's Play Fahrenheit. Im letzten Part waren wir einmal als Lukas Kane unterwegs in der Kirche unseres Bruders und haben mit Agathe gesprochen. Wie es aussieht, ist sie doch irgendwie noch am Leben in irgendeiner Form. Und dann wurden wir von merkwürdigen Steinengeln angegriffen und dann hat es wieder alles keinen Sinn gemacht, egal. Ja, dann haben wir wieder Carla Valenti und Talamais gespielt und haben uns den Mord in dem Wasserloch angeschaut. Wir haben ja gesehen, als wir Lukas gesteuert haben, dass er diesen Mord, also dass er irgendwie dem mitbewirkt hat. Und ja, zwei Leichen gab es. Die eine hatte eine Schlange mit zwei Köpfen. Reingeschnitten in den Arm. Und das andere Opfer hatte drei Stiche in der Nähe des Herzens. Ich glaube, ihr könnt alle schließen, auf was das deuten soll. Es gibt eine Verbindung zwischen den beiden Morden. Leute, wir spielen jetzt Lukas Kane und gehen zu der einzigen, wie es Lukas schon gesagt hat, bei der er noch Zuflucht suchen kann und sich vor der Polizei verstecken kann. Seiner Ex-Freundin Tiffany. Ich wusste nicht, wohin. Ich war erschöpft und fürchtete, schon bald entweder an der Kälte... Ja, es sind minus 20 Grad. Ich glaube, ihr merkt, dass es ein wenig kühl ist. Es fahren auch nur so viele Autos und wir wollen jetzt zu Tiffany's Wohnung. Okay, da wo das gelbe Schild ist, kein Problem. Vielleicht nicht von den Autos haben. Ich glaube, man kann sich hier wirklich von den Autos zusammenfahren. Ich glaube, das habe ich mal hinbekommen. Sehr gut. Okay, was ist da? Da ist ein Obdachloser. Boah, bei der Kälte. Noch ein Obdachloser. Ich habe das Gefühl, die sind überall und beobachten mich. Ich krieg wohl langsam eine Paranoia. Okay, ihr seht auch, Lukas ist, oh nein, was ist da? Die Polizei. Tiffany's Wohnung wird überwacht, logisch. Die haben sich schon gedacht, dass ich vielleicht versuchen würde, mich hier zu verstecken. Wie komme ich jetzt da rein? Wir sehen auch, dass Lukas Geisteszustand schon überreizt ist. Das heißt, wenn ihm bald nichts Gutes hat, passiert, dann ist das Spiel zu Ende. Aber jetzt müssen wir erstmal eine Möglichkeit finden, in Tiffany's Wohnung reinzukommen. Wie wir schon gesehen haben, der Haupteingang ist nicht so, der beste Eingang. Deshalb schleichen wir uns einfach mal von hinten rein. Okay. Und mir fällt auf, Lukas hat jetzt zum allerersten Mal im ganzen Spiel seine Kleidung gewechselt. Finde ich aber schön. Muss ja auch irgendwann mal anfangen zu stinken hier. Komm, hoch. Boah, hasse diese Kletterpassagen. Komm, hingel die mal ein wenig nach oben. Oh, da ist schon wieder eine Krähe. Wie Krähen gibt's denn in dieser Kackstadt? Gibt's doch nicht. Okay. Leise, ganz leise. Vorne waren schon wieder ein paar Polizisten. Die Polizei. Die muss ich irgendwie umgehen. Okay, irgendwie vorbei. Schnell, 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 schnell. Ah! Komm. Okay, gut. Ja, wir klettern jetzt hier, das Regenrohr rauf und dann versuchen wir uns einfach hier. Jetzt. Hä, was? Was war das gerade? Du bist ja auch ein Honk, Lukas. Fällt da einfach runter. Ey, gerade hat irgendwie meine Maus ein wenig geblockiert. Na, zumindest wollen wir es da hochklettern, wenn der Herr Kane es für nötig hält. Und dann wollen wir da irgendwie in Tiffany's Wohnung reinschleichen. Hoffentlich ist sie überhaupt zu Hause. Wäre nicht so gut, wenn wir dann da einbrechen müssen. Naja, wir werden es ja gleich sehen. Okay, komm. Komm. Ah, ich hasse die Gläser. Was sind die? Dauern immer viel zu lang. Ich finde, das sollte man ein, zwei Mal machen, dann sollte es automatisch ablaufen. Wäre mir ehrlich gesagt lieber. Aber naja. Es gibt einfach mal so ein paar Macken in diesem Spiel. Aber okay, jetzt sind wir schon mal oben. Und ich kann dann nochmal hier kurz... Oh, verdammt, was Bewegung. Ich wollte jetzt eigentlich kurz, ja, das zeigen. Das ist schon bei 15%. Wenn wir noch um 15%, absteigen... Dann haben wir ein kleines Problem, denn dann ist das Spiel vorbei. Also es ist ja nicht endgültig vorbei. Wir müssen dann versuchen, den Checkpoint irgendwie... Wir müssen dann am Checkpoint laden und dann... Oh nein, was jetzt, was jetzt? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Super, super. Was ist da denn super? Wir müssen dann irgendwie versuchen, das anders zu lösen. Das ist im Nachfolger, also inoffiziell Nachfolger, glaube ich, kann man sagen, Heavy Rain besser gelöst. Denn da ist es so, dass wenn der Spieler irgendwas verkackt und das zwar öfters macht, dass es dann, dass die Person, mit der es passiert, stirbt und dann auch endgültig weg ist. Das ist in Fahrenheit nicht so gut gemacht, denn wenn halt eine Person stirbt oder man irgendeinen Fehler macht, dann muss man einfach den Abschnitt nochmal neu machen. Das haben wir schon, ich glaube, das habe ich schon mal verkackt irgendwo. Ich weiß nicht.
Ich werde es vielleicht nochmal verkacken, damit ihr sehen könnt. Zumindest hat man dann einfach, ja, und jetzt muss man den Checkpoint laden und das war's. Okay, die Zeit läuft uns weg. Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, warum wir denn Zeit haben. Ich meine, werden die nach dieser Zeit dann nach oben schauen? Aber egal, wir haben es jetzt erstmal geschafft und jetzt hoffe ich einfach mal, dass der gewährte Herr Kane da nicht runterfällt. Das wäre irgendwie nicht so cool. Dann sind wir noch überreizter. Ich weiß auch, überreizter ist schlimmer als depressiv, das verstehe ich nicht. Depressiv ist auch nicht schlimmer als überreizt. Ich bin auch überreizt, wenn der Herr Kane hier runterfällt. Aber ich bin immer noch nicht depressiv. Naja, das ist eine andere Frage, depressiv oder überreizt. Für einen anderen Part, egal, was auch immer. Das erinnert mich immer so an Albertison. Und ja, das, ich habe jetzt hier voll wenig Zeit. Und dann reden wir das mal im anderen Part von Hey Al! Hey Al, nichts gegen Hey Al. Hey Al ist toll. Okay, ich glaube, hier war eine Karte noch versteckt, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder auch ich. Oder ich irre mich. Ja, ich irre mich. Gut, dann gehen wir halt da über den Zaun. Hüpfen einfach mal drüber. Hüpf doch! Du bist unfähig, Lukas. Also, ich wette. Wärst du Carla oder Tyler, die werden da einfach rübergehüpft, aber du bist halt langweilig. Ja. Und jetzt irgendwie hoffen, dass Stephanie uns in ihre Wohnung reinlässt. Aber wie sollen wir sagen, gegen Fenster klopfen? Also, wenn gegen mein Fenster immer klopfen würde, dann würde ich da auch einfach aufmachen, gell? Ich meine, wer von euch wird das nicht machen? Was ist das? Ein Stein. Das ist aber schön. Ah! Ach so, ja, stimmt. mir fällt gerade auf. Ja. Überleg mal, hier ist ein Stein und da ist ein Fenster. Jetzt kombiniert mal eins und eins. Wie macht man ein Fenster am besten auf? Obwohl, das Fenster ist doch offen. Warum kann ich da nicht einfach reinsteigen? Du bist so unfähig, Lukas. Dieses Fenster gehört zu Tiffanys Wohnung. Wenn ich das nur öffnen könnte. Tja, und wie macht man das am besten? Nee. Man kann doch hier einsteigen einfach, oder? Sehe ich das falsch? Das Fenster ist doch offen. Was ist das für ein Kack? Das Fenster ist offen, aber kann ich einsteigen? Klar, hey. Komm, Lukas, du schaffst es, du bist ein Muskelman. Es hat leicht nachgegeben. Lukas, du bist ein Muskelman, du schaffst es, du bist voll cool. Komm, Luki. Hat sich schon ein wenig geöffnet. Luki, komm, du bist stark, komm. Ah, oh, meine Finger sind nicht so stark, dass ich das jetzt 10 Minuten machen kann. Fast hatte ich's. Was fast hattest du? Dann habe es nicht fast, habe es ganz. Ich habe auch nicht meine Klausur fast fertig. Ich habe sie ganz fertig. What? Man kann das aufmachen. Ich wusste echt nicht, dass man das aufmachen kann. Ich habe das bis jetzt immer zerschmissen, die Scheibe. Ist ja cool. Ich war nicht gerade stolz darüber, wie ein Dieb in Tiffanys Wohnung eingebrochen zu sein. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen. Ich war geschwächt und müde. Ich würde mal sagen, besser als mit dem Stein. Normalerweise habe ich da mit dem Stein immer die Scheibe zaubert, aber ey, so geht es auch. Gut, jetzt müssen wir noch Tiffany suchen. Tiffany, wo bist du? Was ist jetzt wieder los? Wieder eine Vision. Hä? Oh oh, wir sehen Tyler. Oh oh, ich denke, die werden bald eine Hausdurchsuchung machen. Naja, ich würde sagen, das Erste, was wir jetzt erstmal machen, ist eine kleine Stärkung nehmen. Ich glaube, Tiffany hat nichts dagegen, wenn ihr Sandwich wegmopsen. Okay, also wir sehen hier gerade, dass Tyler irgendwann mal kommen wird und ja, unter Bett nachschauen wird. Okay, das heißt also, wenn wir da noch da sind, hier in der Wohnung, sollten wir uns da nicht unterm Bett verstecken. Okay. Jetzt haben wir was getrunken, jetzt haben wir gegessen und sind immer noch depressiv. Ey, komm, wenn ich was trinke, esse, dann geht's mir immer gleich besser. Egal, was davor passiert ist. Auch wenn ich davor, keine Ahnung, 3 Menschen getötet habe. War ein Witz. Okay. Ja, ich glaube, man hat gemerkt, dass das ein Witz ist. Okay. Erbsen aus der Dose. Lecker. Okay, wir mampfen jetzt alles einfach mal zusammen. Machen dann auch die Tür zu. Ich glaube, wir haben hier unendlich Zeit, bis wir müssen noch was Bestimmtes hier machen. Nichts zu essen da. Ja, wird mir stinken. Ah, ich wusste, dass hier noch eine Karte ist. Nichts zu essen da. Aber dafür ist eine schöne Karte da. Okay, Bonus 5%. Denn wir müssen wir. Oh, was ist das? Was ist denn das? Hä? Was hört er da? Achso, das Telefon. Ich hab gedacht, du hörst jetzt im Sandwich dazu. Wir haben eine neue Nachricht. Heute um 10.41 Uhr. Hallo, Frau Harper. Ich bin Inspektor Carla Valenti von der New Yorker Polizei. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich versuch's am besten später nochmal. Oh, warum mach ich mir diese Kacknachricht an? Gott, jetzt ist er wieder. Oh, du bist so unfähig, Lukas. Ich hasse dich so. Okay, schauen wir uns mal einen Glotzer an.
Glotz ist immer gut. Weil wenn du von der Polizei gejagt wirst, schau dir schau's mal aus dem Fernseher. Die Temperaturen mit einem Rekordtiefstand von minus 15 Grad Fahrenheit haben auch heute erneut diverse Störungen verursacht und dazu geführt, dass die Brooklyn Bridge... Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt. Die Polizei sucht mich. Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausruhen. Lukas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet. Ist das wahr? Die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich weiß, dass du so etwas nie tun würdest, Lukas. Du musst das erklären, ihnen sagen, dass du unschuldig bist. Ich muss erst rausfinden, was mir genau passiert ist, Tiffany. Nur dann kann ich meine Unschuld beweisen. Lukas, die Polizei. Es ist alles aus. Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen. Versuch ruhig zu bleiben, Tiffany. Und beantworte ihre Fragen. Ich verstecke mich hier. Die sind gleich wieder weg, glaub mir. Okay, jetzt müssen wir uns ein Versteck suchen. Frau Harper! Ich würde sagen, wir verstecken Harper, uns hier unter dem Tisch. Ja, eine Sekunde. Und hoffen einfach mal, dass die Polizei uns hier nicht findet. Perfektes Versteck, genau im Foyer. Naja, schauen wir mal. Gut Glück. Auf gut Glück, würde ich mal sagen. Hä, was vorgehen? Nein, ich wollte bleiben, sorry. Okay, dann hoffen wir jetzt einfach mal, wie gesagt, dass Tyler uns hier nicht findet. Tiffany, here we go. Lukas, ich kann sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. Und jetzt ist es einfach hoffen, dass... Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt. Die Polizei sucht mich. Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausruhen. Lukas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet. Ist das wahr? Die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich weiß, dass du so etwas nie tun würdest, Lukas. Du musst das erklären, ihnen sagen, dass du unschuldig bist. Ich muss erst rausfinden, was mir genau passiert ist, Tiffany. Nur dann kann ich meine Unschuld beweisen. Lukas, die Polizei. Es ist alles aus. Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen. Versuch ruhig zu bleiben, Tiffany. Und beantworte ihre Fragen. Ich verstecke mich hier. Die sind gleich wieder weg, glaub mir. Okay, jetzt müssen wir uns ein Versteck suchen. Frau Harper! Ich würde sagen, wir verstecken Harper, uns hier unter dem Tisch. Ja, eine Sekunde. Und hoffen einfach mal, dass die Polizei uns hier nicht findet. Perfektes Versteck, genau im Foyer. Naja, schauen wir mal. Gut Glück. Auf gut Glück, würde ich mal sagen. Hä, was vorgehen? Nein, ich wollte bleiben, sorry. Okay, dann hoffen wir jetzt einfach mal, wie gesagt, dass Tyler uns hier nicht findet. Tiffany, here we go. Lukas, ich kann sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang.
Okay. Und jetzt ist es einfach hoffen, dass Tyler nicht schaut, wo wir sind. Scheiße, er schaut. Ah, er schaut da, wo wir sind. Komm, komm, komm. Bitte schau nicht da. Bitte schau nicht da, wo wir sind. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Aha, weil ich glaube, es ist zufallsgesteuert, wo er hingeht. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht erwischt er uns jetzt. Dann haben wir ein ganz kleines Problem. Einfach Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Okay, bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Okay, jetzt gehen Sie ins Nebenzimmer. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe doch keinem was getan, außer den drei Menschen, die ich getötet habe. Aber es war keine Absicht. Ja, übrigens, wenn man hier das Fenster zerschlägt, dann kommt hier irgend so eine Aussage, hey, ist bei Ihnen jemand eingebrochen? Das hatte ich bis jetzt immer, weil ich immer einen Stein dagegen geworfen habe. Naja, okay, komm, jetzt. Oh, what the hell? What the hell? Ach, was war das? Okay, jetzt schaut er unter dem Bett nach und ich hoffe einfach, jetzt geht er nicht hier hin. Bitte geh nicht da hin. Okay, jetzt ist er im Bad. Interessant. Ja. Aber wie es aussieht, schaut er nicht unter dem Tisch noch. Das ist vielen gut. Dank für Ihre Hilfe. Falls Kane sich bei Ihnen meldet, rufen Sie mich bitte sofort an. Hier ist meine Karte. Passen Sie auf sich auf. Kane ist extrem gefährlich. Tja, Leute, wir sind gerade noch mal so entkommen, aber wirklich mit in allerletzter Sekunde haben wir es geschafft, vor der Polizei uns zu verstecken. Gut, Leute, dann machen wir jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit Carla und befinden uns dann in einer Irrenanstalt. Und ich glaube, ohne zu viel zu spoilern, ist es komplett klar, wen wir suchen. Es geht darum, den Mörder des Kirstenfalls zu suchen. Erinnert ihr euch noch an diese Akte, wo wir es gesehen haben? Es war Janosch. Und diesen werden wir im nächsten Part besuchen. In der Irrenanstalt. Schauen wir mal, was uns dieses Gespräch mit Ascala für weitere Informationen gibt. Bis dann, euer MC Muffix. Ciao.